Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Whisky-Zone mit Holger und Andi. Auch von mir ein herzliches Hallo und heute haben wir mal eine Neuerung auf dem Tisch und zwar einen Beaumont 9 Jahre mit dem Beinamen Sherry Cask Matured. Ja. Ja, da kommt so der erste Aufhänger quasi, dass diese Beschreibung eigentlich irreführend ist, ne? Ja, ein bisschen. Also ich habe mich gewundert, hatte mich gefreut. Da haben wir gedacht, das ist komplett 9 Jahre im Sherryfass. Nein, das ist eine Nachreifung und wir wissen auch leider nicht, wie lange er nachgereift ist. Ja, genau. Ja. Ich habe so probiert, ein bisschen in Worte zu fassen. Man kann sich ja vorstellen, man kennt Finishes. Finishes haben eine bestimmte Länge, vielleicht ein bisschen unter einem Jahr. Vielleicht haben wir hier eine Abfüllung, die länger als ein Jahr quasi nachreifen durfte im Sherry und daher schon die Erlaubnis, sich matured zu nennen. Mhm. Ja. Also der andere Teil, der große Teil, waren Expertenfässern. Ja, wir können es nur versuchen herauszukriegen durch, ja, Nosing, Geschmack. Genau, ja, ich bin voll im Programm. Boma färbt, deswegen, ja. Kann man da viel nicht wiedergeben, ne? Ja, eine schöne Farbe haben sie meistens. Ja. Ja. Genau. Nee, genau. Das andere Ding ist halt eine limitierte Abfüllung. Mhm. Ich habe gesucht und gesucht, man findet nicht, keine Angaben darüber, wie viele Flaschen denn auf den Markt wirklich gekommen sind. Mhm. Meistens macht man das bei Beaumont, bei solchen Abfüllungen wie damals den Beaumont Marina zum Beispiel, ne? Man schmeißt den auf den Markt, hat eine Limitierung, das heißt aber eigentlich nur, dass er nicht im Standardsortiment drin ist, sondern wir reden hier von ein paar Tausend, 10.000 und mehr Flaschen, mhm. Also eher so 50.000, 60.000 vielleicht sogar. Ja, aber ist wahrscheinlich, ja. Eher in die Richtung wird das gehen, aber man will darauf hinweisen, dass er wieder vom Markt verschwindet. Genau. Ja, nicht im Standardsortiment, er verschwindet einfach irgendwie. Ja. Ist ja auch nicht so verkehrt, wenn man darauf hinweist, das steigert ja auch irgendwie immer den Umsatz ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja. Genau, ja, wollen wir? Na klar, reiß mal auf. Weiß ich. Homo Insel Eiler, also eigentlich schon erwarten wir noch eine gute Rauchnote. Ja. Angegeben werden Kokosnoten, angegeben werden dunkle Früchte, aber wie gesagt, wir gucken mal, wie es denn wirklich sich am Ende niederschlägt, ja. Ganz zart präsentiert er sich am Korn, ja. Weniger Rauch, eher fruchtig. Ja. So. Eher fruchtig. Vielleicht ein bisschen schokoladig, aber darauf wollte ich jetzt noch nicht so drauf eingehen. Also allzu weit weg, auch wenn eine Brennerei färbt, allzu weit weg können die ja immer gar nicht sein von der Farbe eigentlich, oder? Ich meine, er hat schon eine, das kann man ja schon, wie schon mal erwähnen, er hat schon eine geile Farbe irgendwie. Ne? Was war das? Mahogoni? Nee, was Mahogoni? Ist das? Mahogoni? Sand? Das war gar nicht mehr. So, nee, schaut ich mal. Ich habe, glaube ich, Kupfer angegeben in unserer Tabelle. Okay. Ja. Nee, sieht echt gut aus. Scheint mir ein bisschen ölig im Glas, ne? Also, ja, ja. Ne? Schon mal gar nicht schlecht. Ne, so, 18 Grad hier drin ist immer ein bisschen frisch. Oh, er schnuppert aber interessant. Mhm. Also ich kann es mir wieder nicht nehmen lassen, aber diese typische Beaumont-Note. Gefällt dir nicht, ja. Nee, doch, die, also ob sie mir gefällt oder nicht, ist jetzt dahingestellt. Das Ding ist aber, man kriegt es raus. Ich würde, glaube ich, in einer Blindverkostung würde ich einen Beaumont erkennen. Ah, das machen wir mal. Hoffentlich. Das machen wir mal. Genau, stell mir drei Gläser hin und ich sag dir, welcher der Beaumont ist. Ja. Dreimal Beaumont hinstelle. Ja, Beaumont hat eine ganz eigene Note. In meinen Augen, also meine Assoziation ist so ein bisschen grasig, erdig, ein bisschen muffig. Ja. Daher ist es nicht so mein Favorit immer, aber hier passt es eigentlich ganz gut rein. Dadurch, dass du halt auch noch schöne Fruchtnoten mit drin hast. Doch eher eine süßere Variante von einem Beaumont diesmal wieder. Ne? Aber nicht so ein unangenehmes Muffig. Ne? Das ist bei dir unangenehm, aber ich finde es gut. Muffig, nö, ist okay. Ja, muffig gehe ich auf jeden Fall mit, aber erinnert mich an irgendwas, was, ja, was riecht eine angenehm Muffe, ich weiß gar nicht. So eine Couch, eine alte Ledercouch. Ja, zum Beispiel. Oder so eine Selbstschrauberhalle oder sowas. Doch, dieses bisschen ledrige, bisschen Tabak, ein bisschen Kaffee. Also die Fruchtnoten kommen jetzt gar nicht so doll durch. Mhm. Eher so dunkle, trockene Rosinennoten. Mhm. Ja. Bisschen Zitrus. Ganz interessant, aber wie gesagt, kommt sehr ganz verhalten eher, ja. Ja, sehr verhalten. Kommst keine Eichennoten, nix. Also kommt er daher. Na gut. Na dann, probieren wir mal. Schön. Doch. Ah, oh, ist jetzt schön, dass ich immer wieder einen Beaumont gefunden habe, der mir gefällt. Ach Gottchen. Der gefällt mir. Ach Gottchen. Also es ist nicht aufgeregt, nicht verstörend, nicht unruhig, sondern sehr, sehr rund, seidig, samtig auf der Zunge. Schön, schön süß, schön schokoladig. Verknallst du dich gerade? Nö, nicht verknallen. Also. Du hast recht, der ist völlig. Hm. Aber den kannst du auch einem Anfänger anbieten. Ja? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. War das jetzt auf irgendwas, auf irgendwie, auf
was besonders hervorsticht, so rein gar nichts. Alles ist total lieblich. Doch, ich weiß, wo der kleine Nachteil ist, und zwar ist es sehr, sehr schnell weg. Also, es ist sehr schnell, der hat echt einen kurzen Abgang. Eigentlich ist er schon während des Runterschluckens ist es eigentlich schon weg, finde ich. Aber, nee, schön rund und schön gelungen, aber wie gesagt, ein bisschen kurzer Abgang, aber wo soll er den auch hernehmen, ja? Aber ja, eben, ja. Aber der Sherry Fassett merkt man auf jeden Fall. Der hat doch hat Einfluss auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Einfluss. Ja, und der wird auf jeden Fall auch schon süß, cremig und trocken am Ende. Genau. Sehr schön. Och, kann ich mal verkehren. Was mir wieder auffällt, Entschuldigung, was mir wieder auffällt ist, wenn wir nicht drüber reden, fällt es nicht auf, und zwar, wo ist der Rauch? Ne? Der ist schon da. Er ist da, er hält sich im Hintergrund, ja. Er ist gut eingebunden, er ist gut versteckt, man hat es eher im Mund geführt als in der Nase. Oh, der zweite Schluck ist etwas länger, der wird mittellang. Ey, ich bin total zufrieden. Geht auch super. Das ist ein total unkompliziertes Teil, ja. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, denke ich mal auch, sagen, ne? Ja. Ja, doch, ein bisschen mehr Rauch hätte ich jetzt erwartet. Also, im Geschmack her hast du auch ein bisschen, jetzt im Hintergrund so maritime Noten, ein bisschen frischer, so ein bisschen Seetangnoten, aber jetzt nicht unbedingt so salzig, wie man das eventuell jetzt von Bomo her kennt, wenn die Abfüllung ein bisschen älter werden. Mhm. Aber doch, schön rund, schön ausgelegt, gut balanciert. Toll. Ne? Preis-Leistungs-Liga zur Zeit. Ja, würde ich sagen, so richtig fällt mir gar nichts dazu ein, außer dass man echt... Den kann man echt gut trinken. Du kannst richtig gut wegschlabbern, das Teil. Ja, ehrlich, also da geht man so, wenn ein paar Leute ist, oder geht man so ein Fläschchen drauf. Abgefüllt mit 40%. Mit 40% ist es wirklich darauf eingestellt, dass man halt da halt einen nicht aufgeregten, ruhigen Abend verleben kann. Ja? Ohne die Fahrstärke vom Artback jetzt irgendwo wieder rauszuholen. Oder? Ja. Probiert's aus, nutzt die Gelegenheit, er wird nicht lange da sein, mal gucken, wie lange die Bestände reichen. Mhm. Aber denke mal, wenn ihr das Video irgendwann später seht, vielleicht so Ende 2017 ist das Thema auch erledigt. Ja, wenn auch in Deutschland. Ja. Genau. Nee, probiert's aus, auf jeden Fall eine gelungene, runde Abfüllung. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei uns im Shop vorbei und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.